Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind mittendrin im Herbst und jetzt fällt so richtig der Laub. Wir haben schon die ersten Herbststürme gehabt und dann passiert es, die Blätter werden gelb, werden braun und durch den Wind fallen sie dann ab und wir haben immer mehr Laub im Garten. Jetzt ist die Frage, was kann ich mit dem Laub machen, wohin damit, welche nützlichen Dinge kann ich damit im Garten anstellen und vor allem auch, was sollte ich auf gar keinen Fall machen, denn auch das möchte ich euch hier am Ende des Videos kurz noch einmal erklären. Und ja, wenn euch das gefällt, dann könnt ihr an der Stelle gern schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Und vergesst auch nicht hier meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Ihr unterstützt mich damit wahnsinnig auf YouTube, um auch weiterhin hier für euch diese Videos zu machen. Das Ganze ist für euch auch kostenlos. Von daher jetzt einmal unten gern den YouTube-Kanal abonnieren. Leider haben nur knapp 3% der Zuschauer, die hier regelmäßig meine Videos schauen, auch meinen YouTube-Kanal abonniert. Und ich freue mich über jeden neuen Zuschauer, der dazukommt. Ja, was jetzt also machen mit dem Laub? Ich habe jetzt hier schon mal so ein bisschen aufgerechnet oder aufgekehrt und ja, nun ist es so, dass natürlich immer wieder Laub nachkommt. Man kann nicht warten, bis einmal alles runter ist. Das wird uns also die nächsten Wochen noch beschäftigen. Aber wohin mit dem Laub und was kann ich Sinnvolles damit machen? Bevor wir zu den richtig interessanten Punkten kommen, fangen wir erstmal ganz einfach an, so wie es auch ganz viele machen. Man kann natürlich das Laub auch kompostieren. Hier sollte man aber auf einige Sachen achten und einen Tipp habe ich auch gleich noch für euch. Erstmal solltet ihr die Laubschicht auf dem Kompost nicht zu dick machen. Wenn das mehr als ja, 10, 20 cm sind, dann verrottet das Laub zu langsam. Das heißt, ihr habt im Frühjahr dann noch keinen wertvollen Humus, sondern nur so ein bisschen was und dann noch ganz viele Blätter drin. Es kann auch mitunter Sinn machen, die Folie zum Beispiel über einen Laubhäcksler, also einen Laubbläser, ja, klein zu häckseln, indem man sie aufsaugt oder wenn man sie vom Rasen mit dem Rasenmäher runternimmt, auch dann werden sie schon so ein bisschen klein gehäckselt. Auch das beschleunigt den Prozess des Verrottens. Und was man auch noch machen kann, man kann Rasenrückschnitt noch mit dazugeben, kann also im Prinzip sein Laub mit Rasenrückschnitt einmal durchmischen. Dann kann der Haufen auch etwas höher sein und dann verrottet das Ganze auch sehr, sehr gut. Und im nächsten Frühjahr habt ihr dann wertvollen Humus. Ja, jetzt haben die meisten von uns höchstens ein, vielleicht maximal zwei Komposthaufen, wo man jetzt Laub kompostieren könnte. Und dadurch, dass man es ja nicht komplett so hoch machen kann, hat man eigentlich mehr Laub, als man kompostieren kann. Deshalb die Frage, was kann ich noch Sinnvolles hier mit meinem Laub machen? Und das möchte ich euch jetzt nochmal zeigen. Eine gute Möglichkeit, sein Laub sinnvoll einzusetzen, ist, den Pflanzen damit durch den Winter zu helfen. Und man schlägt da gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Hier haben wir eine kleine Staude, die wir jetzt über den Winter helfen wollen. So ein bisschen Winterschutz kann immer nicht schaden. Das erhöht auf jeden Fall die Chance, dass wir nächstes Jahr auch wieder austreiben, vor allem wenn der Winter hart wird. Und wie macht man das am besten? Man nimmt einfach hier so einen Eimer voll mit Laub und dann könnt ihr den einfach so drüber stulpen und zieht das Ganze ab. Sieht erstmal ein bisschen komisch aus. Ihr könnt das natürlich auch noch so ein bisschen verteilen. Lockert das etwas auf. Wichtig ist, dass nämlich an der Pflanze auch noch Luft dran kommt. Und jetzt haben wir natürlich gleichzeitig auch noch vermieden, dass das Unkraut hier wachsen kann. Denn das wächst ja im Winter immer schön weiter und im nächsten Frühjahr haben wir dann den Salat und müssen erstmal ran und alles entfernen. Und wenn wir das Kompost so, das Laub so einsetzen, dann schützen wir einerseits die Pflanze vorm Winter und andererseits sorgen wir dafür, dass das Unkraut nicht so hoch kommt. Ja, und wer richtig viel Laub loswerden will, für den habe ich jetzt auch einen sehr, sehr guten Tipp. Auch das mache ich mit meinem Laub nämlich immer im Herbst. Und das bringt mir im Frühjahr auch richtig viel für den Garten. Ich zeige euch mal, was es ist. Laub kann man wunderbar Beete mulchen. Ich mache das hier zum einen mit Rasenrückschnitt und zum anderen natürlich mit Laub. Denn wir haben ja eben gelernt, die Laubschicht sollte nicht zu dick sein. Und wenn wir das Ganze mit Rasen vermischen, dann kann man es noch besser kompostieren und es entsteht wertvoller Humus. Da sind viele Nährstoffe drin, die wir im nächsten Jahr hier fürs Nutzbeet brauchen. Das heißt, ich habe dann im Prinzip alles schon mal einmal vorgedüngt. Und wenn ich dann Ende Mai nach den Eisheiligen hier meine Sachen ins Beet auspflanze, sind die erstmal bestens mit Nährstoffen versorgt. Und das kann ich jetzt wunderbar im Herbst machen. Denn hier ist in der Regel fast alles abgeerntet. Ich habe jetzt nur noch so ein bisschen Physalis, was ich ernten kann. Und danach kommt bei mir nichts mehr. Somit fange ich jetzt schon mal an und decke das Ganze auch hier zusätzlich mit dem Rasenrückschnitt noch mit Laub ab, das anfällt. Und ja, ihr könnt erst Rasen, dann Laub und wieder Rasen brauchen. Das ist im Prinzip egal. Macht das Ganze nur nicht zu dick, es soll auch verrotten können. Nicht, dass er im nächsten Jahr mit der Hake das erste Mal abziehen muss. Das soll dann auch wirklich wertvoller Humus sein. Deshalb auch hier die Schicht natürlich nicht zu dick machen. Aber man hat natürlich eine wesentlich größere Fläche als im Komposthaufen und kann so wirklich sehr viel Laub auch loswerden. Wenn man das Ganze zusätzlich nachher nochmal mit ein bisschen Rasenrückschnitt
beschwert, dann wird es auch durch den Wind nicht so ja, durch die Luft geweht. Und wenn es am Ende nass wird, dann bleibt es ohnehin irgendwann liegen. Ja, immer noch ein bisschen Plastik, das soll da natürlich nicht mit rein. Da muss man darauf achten, das kann immer mal rein. Also, eine wunderbare Möglichkeit, um zum Beispiel im Nutzbeet, aber auch im Ziergarten die Beete einfach damit zu mulchen. Man sollte Laub auch nicht auf der Rasenfläche liegen lassen. Das gibt immer so schöne gelbe, braune Flecken dann im Rasen. Deshalb vom Rasen muss es runter. Man kann das auch sehr gut mit dem Rasenmäher machen. Ihr habt jetzt gesehen, das ist natürlich bei mir nur so ein bisschen. Dafür hole ich den Rasenmäher jetzt nicht raus, denn der Boden ist leider sehr nass. Ich versuche hier noch ein bisschen zu warten, dass der Rasen etwas abtrocknet und dann wird er abgemäht. Und was dann an Laub natürlich noch rumliegt, wird auch mit dem Rasenmäher aufgesaugt sozusagen. Und dann kann ich das zum Beispiel, weil es ja auch schon richtig schön mit Rasenrückschnitt und Laub vermengt ist, zum Beispiel auf den Kompost gleich tun oder halt auch mein Beet damit mulchen. Ja, aber eine Sache haben wir auch noch, die sehr wichtig ist, was man mit Laub anstellen kann. Eigentlich eine Sache, die jeder kennt. Und danach kommen wir mal zu der Sache, was man mit Laub nicht machen sollte. Ja, man kann Laubhaufen im Garten machen. Nicht nur einen, vielleicht auch mehrere. Macht die immer mal so einen halben Meter, vielleicht ein bisschen höher. Ich mache das hier auch geschützt unter der Vorsüße. Hier fällt vor allem immer noch mal Laub zusätzlich dann drauf. Oder ich kann das einfach nachher, wenn wieder was abfällt, mit dem Rechen aufrechnen und hier gleich drauflegen. So entsteht ein schöner großer Haufen. Können unter anderem zum Beispiel Igel drin überwintern, aber auch Mäuse etc. fühlen sich daran drin ganz wohl. Oder halt auch ziemlich viele Insekten und Larven. Und wir wollen ja die Insekten auch bei uns im Garten haben. Das sind ja auch alles nützliche Helfer und deshalb kann man auch vereinzelt im Garten, vielleicht an abgelegenen Stellen, wo die Tiere dann auch Ruhe haben, Laubhaufen anlegen. Könnt auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr noch so mit dem Laub anstellt und ich sage euch jetzt, was man nicht mitmachen sollte. Mir ist gerade noch ein Tipp eingefallen, den ich euch gleich am Ende des Videos noch nennen möchte. Den kann zwar nicht jeder anwenden, aber für einige von euch kann der sehr hilfreich sein. Von daher schaut euch das Video einfach bis zum Ende an. Ja, jetzt stellt sich die Frage, ich habe immer noch so viel Laub über, wohin denn damit? Kann ich das nicht einfach Laub, ja, vielleicht Blätter, auch über das Altpapier entsorgen oder vielleicht über den Hausmüll? Nein, bitte nicht. Da hat das Laub nichts drin zu suchen, das sollte man auf gar keinen Fall machen. Wenn ihr immer noch überschüssigen Laub habt, könnt ihr das zum Beispiel über eine Biotonne entsorgen, wenn verfügbar. Wenn man keine Biotonne hat, auch da stößt man oft ja auch schnell an seine Grenzen, weil die häufig voll ist dann schnell. Dann hat man die Möglichkeit, das zum Beispiel beim Recyclinghof zu entsorgen. Da gibt es speziell Container dafür, wo man das reintun kann. Manchmal ist es aber auch so, dass in Gemeinden, Städten oder Kommunen auch ein Container aufgestellt wird, wo man das sogar kostenlos entsorgen kann. Einfach hinfahren, reinschütten, dann ist gut. Die verwerten es auch weiter, letztendlich wird es kompostiert und dann weiterverkauft. Also so gesehen sind das für die auch wertvolle Rohstoffe. Ja, also bitte nicht über die Altpapiertonne oder über den Hausmüll entsorgen. Und jetzt kommen wir zu dem Tipp, den ich euch eben gerade versprochen habe. Ja, den Tipp, den ich euch jetzt gebe, kann ich selbst gar nicht anwenden, weil mir fehlt der Eichenbaum dazu. Aber wer einen Eichenbaum im Garten hat oder an Laub davon kommt, kann das zum Beispiel als Mulchschicht von Rhododendron oder Heidelbeeren nehmen, also einfach von Pflanzen, die einen sauren Boden mögen. Und wenn das Eichenlaub verrottet, dann entsteht ein sehr saurer Boden. Da sind wertvolle Nährstoffe dann auch für die Pflanzen drin, wo die richtig gut versorgt werden. Also das vielleicht nochmal am Tipp am Ende des Videos. Ja, ihr merkt, es ist sehr windig. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut verstehen. Und ich hoffe dann, dass euch das Video hier auch gefallen und vor allem noch weitergeholfen hat. Wenn ja, dann freue ich mich hier sehr über einen Daumen nach oben. Und abonniert auch, wie gesagt, gerne meinen YouTube-Kanal. Das Ganze ist für euch kostenlos. Ihr unterstützt mich damit hier auf YouTube. Und ich freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dahin.